Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und wir beschäftigen uns heute wieder mit Wargroove, allerdings nicht mit der Einzelspielerkampagne. Die wird natürlich fortgesetzt und kommt auch noch eine Folge. Aber ich wollte euch gerne mal den Editor zeigen. Der Editor hier in dem Spiel ist wirklich umfangreich und man kann wirklich komplett seine eigenen Spiele damit entwickeln. Also in dem Bereich Wargroove natürlich, ne? Also man kann wirklich eigene Maps machen, man kann sogar eigene Kampagnen bauen. Wir gehen da mal rein, eigene Inhalte. Jetzt kann man die teilen oder man kann sie erstellen. Wir erstellen jetzt einfach mal eine. Ich habe selber auch schon eine Karte erstellt und die online gestellt. Könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken. Ich zeige euch nachher, ich blende nachher mal den Code dafür ein. So, wie man sieht hier, Kampagne erstellen. Kampagne ist wirklich umfangreich, weil dann hat man die ganze Weltkarte, die man aus dem Spiel kennt, die man benutzen kann. Und dafür muss man natürlich verschiedene Maps bauen. Wir werden uns heute nicht mit der Kampagne beschäftigen, aber mit den Karten. Wenn wir auf Karten gehen, kann man sehen, wie man sieht, das hier unten ist eine, die habe ich schon hochgeladen, die kann ich jetzt auch nicht mehr verändern, aber die oben, die Kopie, die kann ich verändern. Und wie man sehen kann, rechts ist die sehr umfangreich. Wir gehen nachher mal rein und schauen ein bisschen rein, da zeige ich euch was. Aber ich dachte, wir erstellen einfach mal eine neue Karte, damit jeder sehen kann, wie wirklich easy die Entwickler von Chucklefish das gemacht haben. Es ist wirklich cool. Also, wir starten eine neue Map. Zack, so seht ihr es. So fängt die Map an, sehr leer. Wir machen die gar nicht viel größer, wir machen gleich mal eine kleinere Map daraus, indem wir einmal auf Plus gehen und dann können wir die Karteneigenschaften raussuchen, die Größe. Und hier könnt ihr sehen, hier kann man die kleiner machen. Ich mache die mal ein bisschen kleiner. Ups, nee, so nicht. So. Und, guck mal. Wir machen die jetzt einfach mal so. Quadratisch, praktisch gut, das reicht. Viel größer muss nicht sein, dass sie unseren Bildschirm füllt. Das reicht, glaube ich, dann haben wir nämlich so ein bisschen, genau. So, jetzt genau mittig. Ist natürlich eine nicht riesige Karte, muss sie auch gar nicht sein für unsere Zwecke. So, wir können mal gucken. Also, wir haben, die können wir kurz wegnehmen. Jetzt sagt uns unten natürlich, es muss jeder mindestens eine Einheit haben. Das stimmt. Wir machen jetzt so, dass wir sagen, wir gucken uns die Figuren an. Auf X gedrückt, geht rechts das Menü auf und wir können es wählen auswählen. Ich wähle jetzt mal Mercer aus hier und die setzen wir mal einfach hier unten in die Ecke. So, wir brauchen aber noch welche Gegner. Da geht man auch hier rauf und jetzt kann man, wenn man drin ist im Menü mit Y, durchspielen. Gucken neutral. Spieler 2, nehmen wir ihn hier mal, ne? Zack. Und setzen ihn oben hin. Jetzt könnt ihr natürlich auch größere Maps bauen. Wenn ihr nochmal auf Karteneigenschaften geht, könnt ihr natürlich auch sagen, was für ein Kartentyp das sein soll. Also, wir sagen jetzt, dass die Karte heißt einfach Karte von Chancen. Wir nennen sie jetzt einfach mal, zack. Wir nennen die jetzt einfach mal, Abo. Abo, weil jetzt ich das ja für euch Abonnenten mache. Also, in der ganzen Karte Abo. Beschreibung könnte man jetzt eingeben. Da schreibt man halt immer 300 Zeichen Zeit, was zu beschreiben. Da schreibt man rein, Mercer hat es nicht geschafft, in dieser Gegend sich zu und versucht sich zu entwickeln oder will kämpfen. Keine Ahnung. Also, man muss hier einen Schatz finden oder man muss hier gegen den Boss besiegen. Gegenseitig macht euch fertig. Diese Karte ist sehr klein, verwinkelt. Irgendwas kann man da reinschreiben. An Beschreibung, was natürlich zur Karte passt. Denn das lesen ja die User später. Wir schreiben hier einfach mal rein. Ausgang. Wir schreiben jetzt einfach mal rein. Test. So. Das reicht doch schon. Jetzt kann man den Kartentyp wählen. Also, Puzzle. Das sind diese Puzzle-Quests, die ihr kennt vom... Die habt ihr ja noch nicht gesehen. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gezeigt in Let's Plays. Kommen wir noch zu. Aber zum Beispiel Scharmützel. Das bedeutet, da kannst du halt wirklich alles selbst bestimmen. Oder Szenario. Und beim Szenario ist es halt schön, denn im Szenario kann man wirklich auch noch verschiedene Events einbauen. Das machen wir jetzt auch. Wir lassen uns mal Szenario. Und Hintergrund, ja, können wir Eis nehmen, Wüste oder Gras. Ich finde, Gras sieht immer am schönsten aus, aber es ist ja eure Idee. Sicht. Die Sicht ist halt Nebel des Krieges. Dann würde das sein, dass die Karte nur aufgedeckt wird, wo man längst geht. Oder klare Sicht. Wir benutzen jetzt mal klare Sicht. Das Wetter ist wechselhaft. Immer Sonne, immer Wind, immer Sturm. Ich finde wechselhaft immer ganz nett. Das gibt auch so ein bisschen so einen kleinen Flair noch in die Map rein, finde ich. So, die Größe hatten wir schon gemacht. Und das Szenario, da kann man halt die Aufgabe eingeben. Hier könnt ihr jetzt reinschreiben, die Aufgabe besteht darin, den Gegner zu besiegen. Das wäre es schon. So. Schreiben wir jetzt aber gar nichts rein, wir brauchen noch keine Aufgabe. Kommandant wählbar, das bedeutet, wenn das Spiel startet, dürft ihr euren eigenen Kommandanten wählen. Und das gibt ja insgesamt 10 oder 12 Kommandanten hier in dem Spiel. Und jeder von euch darf sich dann einen aussuchen, wer gerne will. Die gemeinsame Niederlage. Das ist halt so,
wenn man mit Teams spielt, könnte man halt gemeinsam die Länder machen. Das heißt, wenn das eine Team verliert, hat das andere Team auch automatisch verloren. Das stellen wir jetzt gar nicht mehr ein, weil wir machen jetzt kein Teamspiel. Gut, Ertragsmultiplikator ist ganz wichtig. Das heißt, das Geld, was man verdienen kann, da kann man halt einmal bekommen. Das heißt, wenn jetzt ihr 100 Gold bekommt pro Runde von dem einen Haus, könnt ihr hier einstellen, ich bekomme 1,5. Das heißt, man bekommt dann 150 Gold oder eben auf 2. Man kann es multiplizieren, wie man will. So hat man natürlich sehr viel Geld am Anfang. Aber wir lassen es auf normal 100. So. Oh. So. Und Züge für Rang S, wenn man natürlich drauf erpicht ist, die Züge von Rang S kann man, glaube ich, erst zum Schluss einstellen. Man muss einmal die Map grundsätzlich aufbauen, um zu sehen, wie es funktioniert. So, das dazu erstmal. Dann haben wir noch die Spielereigenschaften. Können wir uns aussuchen. Wir können neun Spieler zumachen. Wir können auch mit 4 Leuten hier spielen. Das heißt, X drücken wir, haben wir noch einen grünen. Den können wir dann entscheiden. Soll er von uns gespielt werden oder vom KI? Ausgeglichen KI. Kann man sich auswählen, wie man will. Aber wir löschen den mal, denn wir wollen nur mit 2 Spielern spielen. So. Genau. Jetzt haben wir einen 10 und einen Ereignis-Editor. Den gucken wir uns später an. Erstmal gehen wir auf die Karte selbst. Ja, die muss. Ach so, das machen wir da schnell mal, dass wir die. Sonst haben wir nämlich die ganze Zeit das unten eingeblendet. Beschreibung soll 10 Zeichen haben, kriegt 10 Zeichen. So. Also sonst haben wir es unten immer eingeblendet, das nervt. Gut, also, wir bauen jetzt erstmal ein bisschen rum. Das heißt, wir können unten mal umbauen, wie wir es haben wollen. Wir sagen wir mal, gehen wir mal auf die Gebäude und sagen, für Spieler 1 kriegt der seine Burg gleich zu Beginn hier hingestellt. Und Spieler 2, der kriegt seine Burg hier hingestellt. Zack. So, das ist unsere erste Ausgangslage. Und jetzt können wir halt weiterbauen. Wir können halt sagen, wir brauchen neutrale Gebäude. Denn neutrale Gebäude bedeutet, dass wir, das sind die Gebäude, die wir einnehmen können. Hier zum Beispiel, wo wir rekrutieren können. Das heißt, wir setzen mal hier eine Rekrutierung hin. Und ich versuche es immer so ein bisschen zu machen, dass es so ähnlich ist wie beim anderen. Aber wir machen es hier mal so 5 hoch. So, setzen wir den hier hin. Bäm. So, wir nehmen auch noch dazu hier ein kleines Dörfchen, was man erobern kann. Das setzen wir mal direkt mittig und das setzen wir hier unten auch mittig. Das ist erstmal unser Grundgedanke. So wollen wir es gerne haben. Und jetzt können wir halt sagen, wir bauen ein bisschen die Landschaft drumherum. Das heißt, wir gehen rein und bauen ein paar Wege als erstes. Hier fangen wir an. Zack, zack, zack. Und nach oben, dahin, dahin, genau. Gleich machen wir bei dem hier auch. So. So. Das ist auch schon ganz gut. Und gucken wir nochmal ein bisschen Wälder hinbauen. Gucken wir hier ein bisschen Wälder hinsetzen. So. Muss man natürlich nicht immer synchron machen. Man kann es natürlich auch selber, ist ja alles frei wählbar, man kann es natürlich auch selber bauen, wie man möchte. Ich mache es gerne immer ein bisschen synchron, damit die Chancengleichheit für beiden auf beiden Seiten ungefähr ähnlich ist. Aber wie gesagt, muss man nicht. Man kann es halt machen, wie man will. So, wir machen so, damit wir nicht gleich zu Beginn eine schöne Angriffswelle bekommen. Machen wir hier mal eine schöne Mauer durch. Genau. Und es ist immer schön, wenn man das Ganze so ein bisschen, die Landschaft so ein bisschen umgestaltet, weil das ist sonst immer sehr, sehr langweilig. Deswegen kann man auch hier so ein bisschen rumbauen. Hier baue ich jetzt mal nicht ganz synchron mehr, damit wir auch ein bisschen anders gehen. So. Können wir gucken, können auch hier einen kleinen See bauen. Machen wir mal hier hin. So. Da auch hier einen kleinen See. Und dann gehen wir nochmal auf die Gebäude. Und Gebäude können wir halt hier so ein Tor bauen. Können wir halt hier in die Mitte machen. Wir müssen natürlich einmal kurz das hier wegmachen. Und das Tor da reinsetzen. Zack. So, das bedeutet, das ist ein Tor, das können wir nachher auch noch einstellen, wie stark das sein soll, wie nicht so stark das sein soll. Aber ja, das müssen wir jetzt ja noch nicht machen. Gut, der richtige Vorteil hat jetzt keiner gerade. Das macht aber auch nichts. Wir könnten aber nochmal was Lustiges machen. Und zwar machen wir so. So. Das ist doch ganz nett. Hier gehen wir auch längs. So, das bedeutet, man kann da jetzt nicht einfach so direkt rüber gehen. Aber was wir noch machen, wir nehmen jetzt noch ein anderes Gebäude. Hier zum Beispiel. Ist.
Dann setzen wir es mal hier hin. Und hier setzen wir noch eins hin. Button. So, brauchen wir natürlich noch eine kleine nette Brücke, die darüber geht. Nehmen wir die. Machen wir hier eine Brücke hin. Und bei ihm setzen wir auch hier die Brücke. Ah, die setzen wir vielleicht mal hier hin einfach. So. Die Wege, die wir jetzt haben, die können wir natürlich auch benutzen dafür. Und zwar, damit sieht die Brücke nicht ganz so leer aus, machen wir hier einfach so längs. Und hier noch einen Weg. Und hier bauen wir auf den ganzen Weg längs. So. Das ist schon ganz nett. Was brauchen wir noch? So, wir nehmen noch ein bisschen von... Hier, wir können ein bisschen das Wasser ein bisschen noch pimpen. Da haben wir ein paar Steine drin. Oder ja, oder hier können wir ein paar Ausbuchtungen machen. Zum Beispiel da. Sieht jetzt nicht ganz so streng aus. Hier setzen ein bisschen. Da, da. Da, so. Das sieht immer ganz nett aus. Dann ist es nicht ganz so abgeschieden, ne? Lassen wir auch. Genau, nehmen wir noch ein bisschen... Komm, nehmen wir noch ein bisschen Wald. Jetzt packen wir noch ein bisschen Wald hier hin, so. Ah. Na, da ist es natürlich dumm, das da hinzusetzen. Ein bisschen Wald dahin, so. Gut. So, das ist unser Grundausstellung. Jetzt kann man hier oben noch weitergehen und sagen, wir brauchen ein bisschen Deko. Deko ist richtig viel. So, wir könnten zum Beispiel hier so ein Schiff nehmen, was hier aufgelaufen ist. Da, ganz nett aus. Oder noch hochgehen. Na, da, hier so ein paar Steine. Jetzt auch mal hier rein. Und vor allem das Gute ist, wenn ihr sehen könnt, ihr könnt ja diese Quadrate sehen. Und die sind für die Handlungsobjekte, die benutzt werden können, sehr, sehr wichtig. Aber hierfür sind die gar nicht wichtig. Hier kann man die setzen, die Steine, wie man will. Man muss sich genau in der Mitte positionieren. Man ist da so ein bisschen freier, was das angeht. Gucken wir hier auch noch einen Stein hin. Hier auch. Und dann können wir hier noch ein paar... Hier so ein Ding. So. Und damit das Ganze ein bisschen lebendiger wirkt, können wir hier zum Beispiel bei dem hier setzen wir mal einen Brunnen hin. Kriegen auch einen Brunnen hier vorne. Ist ja irgendwie ganz nett. Also ein Brunnen muss ja schon sein, ne? Aber die Dorfbrunnen ja nichts zu trinken. Können wir da einen hinsetzen. Ja, und dann gibt es da verschiedene andere Sachen, die man da machen kann. Das hier zum Beispiel, die kann man so ein bisschen... wenn man so raufpackt, dann weht da so ein bisschen Wind übers Gras. Könnt ihr das sehen? Das setzt. Da. Da. Hier auch. So. Hier vielleicht noch ein Wald hier. Kann man sehen, da kann man auch ein Skelett hinlegen. Weil da wurde jemand überfallen oder so, ne? Also es ist immer gut, das so ein bisschen lebendiger zu machen, weil sonst ist es, glaube ich, sehr langweilig, auch für den Spieler, später reinzugehen und zu sagen, oh, ich habe auch Lust, aber dann gucken sie sich das an, denken sie, oh, nee. Und das Gleiche machen wir hier nicht, weil hier machen wir was anderes. Hier sagen wir hin, hier so eine alte Ruine. Guck mal da. Geht noch so ein bisschen rum da. Zack. Ein paar Steine liegen hier noch. Hier ist noch eine Statue, die kann man vielleicht aufsuchen. Vielleicht kann man da was bekommen für. Das kann ich euch nachher mal zeigen, das ist ganz witzig gemacht. So, stellen wir da hin. Hier so ein paar Stämme, ein paar Skulpturen noch irgendwo hinstellen da. So. Hier im Wald, da liegt ja auch immer ein paar Baumstämme. Legen wir mal hier einen Baumstamm hin. So, wie man sieht, wirkt das Ganze dann gleich schon so ein bisschen fresher. Oh, da ein paar Blumen am Wegesrand. Hier ein paar Blumen bei der Dings. Können wir auch hier drüben noch machen. Ganz so leer aussieht. So. Genau. Hier neben denen stellen wir noch ein paar Kisten. Guck mal. Noch hier. Hier sind ein paar Risse, die brauchen wir jetzt nicht. Aber wir können hier so eine coole Schatzkiste, die hier oben in den Bergen versteckt ist. So. So, jetzt sieht das Karte schon ganz nett aus, finde ich. Und jetzt können wir uns dran machen, wir können die ganze Karte auch testen. Wir gehen hier rauf, sagen Karte spielen und los geht's. Zack. So, wir wissen aber gar nicht, was wir machen sollen. Keiner hat uns was gesagt und wir können sofort live testen, die Karte, was natürlich sehr cool ist. Aber es macht natürlich keinen Spaß. So, wir gehen mal hier raus und gehen Mission beenden und sagen verlassen. Dann sind wir wieder in unserer Karte drin. Und jetzt kommt das wichtigste Ereignis-Editor und auch Szenen-Editor. Wir werden beides mal jetzt angehen. Wenn man hier oben hochgeht, dann sieht man das hier mit den Ausrufezeichen. Kann man nichts mehr anfangen, kann ich jetzt aber hinzufügen. Ich könnte zum Beispiel hinzufügen einen Ort. Ich mache jetzt zum Beispiel mal, auf, wir nennen den ganzen Ort jetzt mal, Schatz, zum Beispiel. Das ist doch ganz gut. Machen Schatz. So, plus. Der heißt Schatz und wir geben dem mal eine goldene Farbe, weil das ein Schatz ist. So, KI haben wir nicht, deswegen ist es egal. Gut, das war's. Jetzt habe ich hier so eine gelbe Markierung unten, die kann man sehen. Wenn ich jetzt hier hochgehe auf den Schatz und klicke da drauf, dann seht ihr, da hat die so eine gestrichelte Linie rumkriegt. Das bedeutet für uns, das ist ein Ort, das ist ein bestimmter Ort, da kann was passieren. Gut. Gut für uns zu wissen, behalten wir im Kopf. Die Symbole oben kann ich euch aber ganz kurz nochmal erklären. Also, das hier
wie gesagt, ist die, ist das Terrain, was wir machen können. Hier die Figuren, die wir setzen können. Hier die Gebäude, hier die Deko. Hier Orte, die wir markieren können für was Besonderes, für besondere Ereignisse. Und hiermit kann man verschiedene Parameter bestimmen. Zum Beispiel könnte ich sagen, der soll eine Start, der soll jetzt nicht volle Leben haben zum Start, sondern kriegt, wenn er startet, hat er nur die Hälfte. So. Aber sein Groove ist schon sehr hoch. Also sein Groove ist ja schon, keine Ahnung. Auch weit oben. Gut. Das heißt, so würde er anfangen. Seht ihr, dann steht schon die 5 da. Und das kann man machen. Man kann aber auch hier einstellen. Okay. 100% soll er haben? Nein, das Gebäude, also das Tor können die recht schnell einreißen. Sagen wir mal, das braucht nur 60% haben. Zack. Und das gleiche kann man mit allen anderen Gebäuden machen. Mit allen Sachen, mit alles. Außer natürlich mit Deko-Teilen, ne? Gut. Wenn wir jetzt hier auf Start wieder drücken und gehen mal auf den Ereignis-Editor. Der ist gleich ganz wichtig. Da gehen wir mal rauf. Jetzt gehen wir hier verschiedene Bedingungen sehen. Wir wollen jetzt zum Beispiel für die Schatzkiste oben was haben, ein Auslöser. Das heißt, wenn man die Schatzkiste betritt, soll was passieren. Sagen wir mal, wenn man die Schatzkiste findet, kriegt man 5000 Gold. Das wollen wir jetzt machen. Also machen wir neu, also X für neu. Sagen Auslösername. Ist auch Schatz. Kann ruhig gleich benannt werden, ist egal. Denn das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ja nur der Ort, der beschrieben wird. Das andere ist ein Auslöser. So, haben wir Schatz. Und wann soll das ausgelöst werden? Wenn man rübergeht, einmal pro Spieler wiederholen. Ich würde sagen, wir machen es nur einmalig, weil sonst kann der nächste Spieler sich jetzt auch holen. Das wäre ein bisschen langweilig. Soll schon was Besonderes sein, also einmalig. Welcher Spieler darf das holen? Ja, wir sagen, können wir auswählen. Es darf mal Mercia holen, aber auch Walder. Beide dürfen es holen. Gucken, wer schneller da ist. Jetzt kommt die Bedingung. Wir gehen auf Bedingung. Also, habe ich gleich gezeigt jetzt gerade, ne? Pass auf. Wir gehen auf Bedingung, X wieder neu. Und suchen wir uns aus. Also, wir sagen jetzt, wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn die Figur auf die Schatzkiste kommt, dass etwas passiert. Habe ich ein bisschen rumgesucht, wie man es am besten machen kann, weil so direkt dafür gibt es das nicht. Aber man kann das anders machen. Man kann sagen, da, Anzahl Platzierung. Das ist ein guter Wert, den müsst ihr mal anklicken. Dann passiert nämlich dieses hier. Ist die Anzahl der Einheiten von Typ beliebige Einheit? Wir wählen jetzt hier oben aus. Der aktuelle Spieler. Das bedeutet, egal welcher Spieler gerade dran ist, wenn es jetzt Walder ist oder Dings, ist immer der aktuelle Spieler, der da jetzt raufkommt, bei dem passiert das. Was soll passieren? Wenn man draufkommt, dann, also wenn man raufkommt, soll das ausgelöst werden. Das heißt, wir sagen, wenn, zum Beispiel Operator, da kann man sagen genau oder so, ne? Ich sag immer, am besten ist es zu nehmen, größer als. Also, wenn der aktuelle Spieler größer als 0, beliebige Einheiten hat. Und immer auf beliebige Einheiten lassen, denn dann ist es egal, was für Einheiten ihr habt. Wenn ihr es jetzt auf Kommandant macht, kann es sein, dass ihr vielleicht keinen Kommandant habt oder irgendwas anderes. Oder ihr habt keinen Steinwerfer. Deswegen, man kann hier wirklich verschiedene auswählen. Aber wir sagen einfach beliebige Einheit. Das ist das Einfachste, weil eine Einheit hat man immer. Entweder den Kommandanten oder irgendwas anderes. Und natürlich der Ort ist Schatz. So, jetzt heißt, steht da oben, ist die Anzahl der Einheiten vom Typ beliebige Einheit des aktuellen Spieler am Ort Schatzbesitz größer als 0. Ist es ja. Wir kommen auf diesen Punkt oben. Also wir gehen auf die Schatzkiste oben drauf zu Fuß und er fragt jetzt ab. Er fragt ab, hat er, welche Einheit ist das? Ist egal, kann eine beliebige sein. Er fragt auch, welcher Spieler ist das, der aktuelle Spieler? Ist er auf dem Ort Schatz gelandet? Sind wir ja, weil wir draufgegangen sind. Und ist die beliebige Einheit größer als 0? Ist sie auch, denn wir haben mindestens eine Figur. Gut, das war's schon. Das ist die Bedingung, die wir haben, wenn man darauf kommt. Die Aktion kommt jetzt. Was soll passieren? Gehen wir wieder auf Neu. Und wir sagen, wir können also, wir können sagen Einheit. Wir können zum Beispiel sagen, wenn man darauf kommt, kriegt man 5 neue Einheiten. Irgendwas anderes. Man kann eine Szene ablaufen lassen. Wir sagen jetzt, wir wollen, dass das Gold sich ändert. Das heißt, wir gehen hier rauf und setzen den Betrag auf, was darf ich sagen? Der gute Mann bekommt 5000 Gold. Dok, dok, dok. So, 5000 Gold addieren wir dazu, wenn der Spieler darauf kommt. Das ist schon mal cool, freut er sich. Ist ja aber langweilig, wenn er raufgeht und nur 5000 Gold hat. Er wird es ja nicht sehen. Wir müssen dem Spieler ja auch sagen, dass er gerade 5000 Gold bekommen hat. Da ist der Szene-Editor, den wir brauchen. Da gehen wir jetzt hin. Pass auf. Wir gehen hier raus und gehen auf den Szene-Editor. Der Szene-Editor, wieder mit Y, machen wir was neu. Suchen uns einen schönen Hintergrund aus. Können wir oben über Y einstellen. Wir können sagen Grasebene. Jetzt gucken wir da oben. Das ist ja ein bisschen in der Nähe von Bergen. Deswegen können wir wahrscheinlich auch die Berge nehmen. Sandbrücke, Burg, Wüstendinge, Burg, Sandberge. Na, Sandberge ist nicht doof. Straße, Eisstrand, Schnee, Brücke, Schneewald, Wald, Schnee, Schneeberg, nö. Sonnenuntergang, Dorf, brennender Wald, feurige. Also man kann auch reingehen und sich so ausgucken, ne? Wir sagen einfach Wald, weil, ja. Oder warte mal.
Ne, wir sagen Berge. Ist ja so ein bisschen Berg im Hintergrund, deswegen passt das. Gut, Wetter ist Sonne, Name, wir nennen das Ganze. Wir nennen das Ganze auch Schatz, weil es ist ja der Schatz, wo das passiert. Das heißt, wir gehen hier wieder rauf. Schatz. Plus. Und gehen raus. Jetzt seht ihr, hat sich geändert in Berge. Und jetzt kommt noch das Zweitwichtigste, und das ist die Zeitleiste. Die sieht man oben auf X. Gehen wir auf X rauf. Können wir hier wieder mit X was Neues wählen. Wir können jetzt einen Akteur erstellen. Das heißt, wir können eine Figur reinstellen, die was sagt oder was schreibt. Wir machen jetzt erstmal einen Erzählertext. So. Und da in den Text schreiben wir rein. Keine Ahnung, was schreiben wir da rein? Ah, pass auf. Wow. So. Und dann. Du kommst hier nicht vorbei. Nein. Du. Achso, warte mal. Das wollte ich vorbei. Du. Kommst. So. Kommst. 5.000 Gold. Sagen wir einfach mal. So. Ja. Das ist doch gut. Mehr brauchen wir auch nicht schreiben. Hauptsache, der Spieler weiß, was er bekommt. Gold. Punkt. Und raus. So, der Text steht jetzt da. Jetzt können wir die Größe verändern. Wir sagen mal, wenn wir uns den groß haben. Jetzt sieht es ein bisschen schräg aus, aber sobald man rausgeht, macht das ordentlich, ne? Wow, du bekommst 5.000 Gold. Das wäre das Erste, was passiert, wenn man da rauf geht. Ist ein bisschen langweilig, deswegen packen wir da noch ein bisschen einen coolen Soundeffekt zu. Gucken wir mal, was wir da filmen. Wir nehmen mal hier ein dramatischer Trommelschlag. Oh, genau. Platzierung im Fenster. Der Sound ist eigentlich egal, wo wir es platzieren. Wir platzieren es einfach mal hier. Dann hört man es. Bam. Gut. Der ist passiert, wenn das da oben kommt. Und wir machen dazu gleich auch noch einen coolen Effekt. Wir haben ja noch einen visuellen Effekt. Da kann man. Ich habe hier sowas mit so einem. Da, Explosion. Und da platzieren wir auch. Die platzieren wir mal direkt hier. Oh, kann man hier. Doch, packen wir da hin. Genau, habt ihr gesehen? Genau. Das heißt, jetzt können wir zurückgehen und das Ganze mal abspielen. Dann wird es so aussehen. Boom. Natürlich dumm. Das muss natürlich anders laufen. Und zwar müssen wir das anders machen. Pass auf, wir machen so. Wir machen einen dramatischen Trommeltext nach oben und die Explosion auch. Und dann kommt der Erzähltext. Dann wird das Ganze so aussehen. Du kommst 5.000 Gold. Gut. Das, so können wir es machen. Man kann natürlich viel mehr machen. Man kann da noch Figuren einbauen, andere Sachen. Wir können aber, wenn wir wollen, noch ein bisschen was im Hintergrund reinpacken. Es gibt zum Beispiel Requisiten. Wir können auch Bildschirm wackeln einbauen. Das können wir auch mal machen. Pass mal auf. Machen wir mal hier rein. Bildschirm wackeln 4. So. Und Y soll auch wackeln? Nö. Aber hier, wie lange soll es dauern? 3 Sekunden. Na, ist zu lange. 2 Sekunden. So. Genau, 2 Sekunden machen wir. Zurück. Und jetzt können wir das Bildschirm wackeln mit da nach oben packen. So zum Beispiel. Dann wird das Ganze so aussehen. Boom. Ah, ist schon ein bisschen dramatischer. Wir gehen nochmal die Zeitleiste und bauen da auch noch ein bisschen was für den Hintergrund ein. Wir können jetzt hier Requisiten erstellen. Haben wir Amboss, aber da kann man gucken. Links könnt ihr mal sehen, was es ist. Wenn ich es so mache, ist es natürlich einfacher. So, zack. Ein Fass. Hier zum Beispiel so ein kleines Lagerfeuer. Leider konnte ich hier keine Schatzkiste finden. Das wäre natürlich cool gewesen. Würde natürlich perfekt passen zu unserer Idee. Aber das passiert, gibt's halt nicht. Nicht hier zumindest. So. Zurück. Bauen wir noch eine Requisite ein. Es ist immer ganz gut, um mit dem Ganzen mal zu spielen, so ein bisschen. Also, guck mal hier, Knochen können wir hinpacken. Man kann halt wirklich viel einbauen hier. Ah, ein paar Flaggen. Da, ah, hier zum Beispiel, sowas. Das ist doch gut. Platzieren wir. Ah, hier, so. Gut, jetzt haben wir ein bisschen was im Hintergrund. Die schicken wir nach oben aber, weil das muss ja halt gleich von Anfang an zu sehen sein. Und dann sieht das Ganze, dann sieht das Ganze so aus. Boom, du hast 5.000 Gold. So, das war's schon. Und was ich immer ganz nett finde, ist, wenn man ganz zum Schluss noch so eine Ausblendung macht. Ist nur meine Idee, muss man nicht machen, aber ich finde es nett. Das heißt, wir machen hier Ausblenden und sagen das Ganze in weiß. Und das Ganze dauert nur 1 Sekunde. Länger muss es nicht dauern. Zack. Und wieder raus. Ja. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und wenn man es wegdrückt, dann leuchtet es und es geht weiter im Spiel. So, die Szene haben wir erledigt. Behaltet im Kopf, die Szene heißt Schatz. Wir gehen wieder auf den Ereignis-Editor.
gehen runter zu unserem Schatzauslöser, da hinten zur Aktion und bauen hier was Neues ein. Und jetzt bauen wir hier ein. Da, Szene abspielen. Und wir haben ja nur die Schatzszene, deswegen spielen wir nur die ab. So, die soll als erstes kommen, bevor man den Goldbetrag bekommt. So, im Endeffekt ist es egal, ihr könnt es auch so machen, denn das sieht man am Anfang eh nicht. Und dann geht man raus. Und das war's. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich mal testen. Pass auf, wir nehmen mal Mercer hier. Tick, 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 tick. Nehmen sie weg. Und suchen sie hier oben wieder aus. Und setzen sie mal hier ein bisschen dichter ran, damit wir wissen, dass wir gleich da rein können zum Schatz. So. Jetzt können wir. Achso, reinsetzen. Und jetzt können wir die ganze Karte ja mal testen. So, Zug 1. Und jetzt kann ich ihn bewegen und beweg mal hier rüber und guck mal, ob das klappt. Boom. Wow, du bekommst 5000 Gold. Zack. Jetzt natürlich der Gegner dran. Das macht jetzt nichts. Lassen wir jetzt mal kurz warten. Und gucken uns jetzt mal an, ob wir wirklich 5000 Gold haben. Wie man sieht, oben links steht 5300 Gold. Das wäre zum Beispiel ein kleines Ereignis. Man kann natürlich viel mehr Ereignisse machen. Man kann Fallen einbauen, indem man sagt, wenn man das Feld betritt, dann tauchen 3-4 Gegner vor ihm auf. Oder was anderes. Das ist alles eine Frage der Komplexität. Aber ich wollte nur noch hier mal zeigen, mit wie vielen kleinen Mitteln man was machen kann. Lasst uns mal. Ups, wir gehen hier raus. Hier kann man zum Beispiel auch was Nettes machen. Man kann zum Beispiel sagen, man kann hier nochmal, pass auf, gehen wir hier auf die Ereignisse nochmal, wählen einen neuen Ort aus. Den nennen wir diesmal, pass auf, ups, mal, so, den nehmen wir, Statue. Statue, nennen wir den einfach mal. So, nicht so aussagekräftig, aber, pass auf, diese Statue ist gemeint, klicken wir drauf und wir suchen uns jetzt wieder ein Ereignis-Editor aus. Wir machen ein neues Ereignis und das nennen wir diesmal auch natürlich Statue. Macht ja Sinn. Das ist immer ganz gut, die gut zu benennen, denn sonst ist man irgendwann durcheinander und dann passiert irgendwie, klappt das irgendwie alles gar nicht mehr. So, Statue einmalig, genau. Wir dürfen von beiden Bedingungen. Bedingungen wieder das gleiche. Ich mache immer die gleichen Bedingungen. Ich gehe hier rauf, sage aktuelle Spieler. Größer als 0, beliebige Einheit, beliebiger Ort. Nein, es muss der Ort Statue sein. So. Zack, das ist die Bedingung. Und die Aktion ist denn bei uns diesmal zum Beispiel, wenn man da raufkommt, was sollen wir da machen? Pass auf, wenn man da raufkommt, kriegen wir eine Einheit. Das heißt, man bekommt ein beliebiger Kommandant, zum Beispiel übertrieben, ne? Aber sagen wir mal, man bekommt einen. Wie bekommt man denn da mal? Gucken. Pass auf, wir nehmen mal, oh, man bekommt einen Riesen. Genau, man bekommt einen Riesen, wenn man auf dem Ort Statue landet. Nee, das geht nicht. Wir müssen, ach so, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen noch einmal kurz zurückgehen. Da geht man drauf, aber man muss dann noch einen Ort benennen. Denn der Riese, wir stehen ja hier auf dem Ort Statue. Und da können wir natürlich keinen Riesen generieren lassen. Der muss ja auch irgendwo auftauchen. Und dem müssen wir einen Ort zugeben. Das heißt, wir machen noch einen. Den nennen wir jetzt einfach mal Riese. So. Die ganze Dinge im Riese, so, und den stellen wir einfach daneben. Bam! So, so. Jetzt können wir wieder in den Ereignis-Editor gehen. Gehen mal runter zur Statue. Tak, tak, tak. Und gehen da rein und sagen, der Ort ist natürlich Riese. Das heißt, unser Riese erscheint am Ort Riese. Hm? Ist ja nicht so schwer. Gut, das war's. Jetzt können wir hier hochgehen und ihn nehmen. Wieder, also machen wir jetzt mal. Pass auf. Zack, zack, zack. Und wir wählen nochmal Mercer aus und setzen ihn diesmal hier hin. So. Und starten das Ganze nochmal. Karte spielen. So. Ihr könnt euch auch ein Intro machen, ne? Das geht auch alles. So, wir gehen jetzt hier hoch. Boom. Kriegen wir einen Riesen. Habt ihr gesehen? Und das ist recht easy. Aber es ist natürlich langweilig. Warum erscheint der Riese? Gar keine Erklärung und nichts. Nee, klar. Keine Erklärung. Ist natürlich auch blöd. Aber die können wir natürlich ganz leicht kommen lassen, die Erklärung. Da machen wir einfach eine Szene raus. Und zwar gehen wir auf den Szene-Editor, machen eine neue Szene und ja, lassen wir mal den Hintergrund hier so. Lassen wir mal. Das ist ein bisschen langweilig alles, ne? Na komm, wir nehmen den Wald nochmal. Den Namen, die ganze Szene nennen wir natürlich auch Riese. Oder Statue können wir sie auch nennen. Jetzt nehme ich sie einfach mal Riese, was soll's. So, ihr könnt die Musik auswählen, wenn ihr wollt. Da, guck mal so, was Dramatisches. Machen wir mal. Und in der
Zeitleiste, gehen wir rein und packen was rein. Und zwar wollen wir erst eine Requisite reinpacken. So, eine Requisite. Und diesmal ist es, ich habe noch eine Prinzessin hier irgendwo, eine Prinzessinfigur, die nehmen wir mal. Da, Prinzessinstatue, bam. Und wir können die auswählen und platzieren die direkt hier vorne. Zack. Sieht sehr cool aus. Das reicht auch schon, mehr soll die gar nicht machen. Da soll die Prinzessinstatue stehen. Und dann machen wir eine kleine Pause von einer Sekunde. Und danach gehen wir rein und machen einen Soundeffekt. Kurz mal. Ah, ein bisschen langweilig. Ah, das muss irgendwas Cooles sein. Mal irgendwas finden hier. Hier Magiegeschoss. Beispiel. Können wir Magiegeschoss nehmen? Oh, jetzt habe ich den Soundeffekt gar nicht genommen. Nochmal runtergehen. War noch da so. Oh, ein fetter Fehler. Das müssen wir den Programmierern sagen. So, wir gehen nochmal in die Karte rein und gehen nochmal auf Abo. Das Gute ist, er speichert die ganze Zeit. Also, wenn ihr so einen Fehler mal habt, nicht ärgern. Ist überhaupt nicht schlimm. Alles ist gespeichert. Man muss sich nicht dann ärgern, dass auf einmal irgendwie alles weg ist. So, warte, wir wollen doch gar nicht hier rein. Wir wollen den Szenen-Editor. Eine Riese. So, müssen wir nochmal machen. Da ist schon die Musik. Oh, guck mal, die Pause ist zwar weg, aber das ist nicht schlimm. Die können wir wieder reinsetzen. So, und wir suchen jetzt nochmal einen Soundeffekt. Also, den konnten wir nicht nehmen, den Soundeffekt. Nehmen wir auch nicht nochmal. Nicht, dass es nochmal kaputt geht. Den gehen wir hier runter und machen. Das ist doch gut. Das nehmen wir. Platzieren das direkt hier auf der Figur. Gut. Dazu wollen wir dann aber auch nochmal einen schönen visuellen Effekt haben. Setzen wir auch hier hin. Also knistern. Das ist nicht so spannend, ne? Mal was anderes nehmen. Das ist doch cooler. Das nehmen wir. Und dann, wenn das passiert, dann machen wir was anderes. Und zwar geht jetzt die Requisite, zerstören wir jetzt. Die wählen wir aus. Ist hier. Wird zerstört. Prinzessin. Und wir erstellen aber gleichzeitig eine neue Requisite. Und diesmal haben wir noch eine andere Prinzessin, nämlich Prinzessinstatue 2. Und die sieht ein bisschen fieser aus, wie man sieht. Also das ist fieser, aber cooler. Und die stellen wir auch dahin. Zack. So. Und jetzt, wenn man das Ganze abspielen würde, dann würde es nämlich so aussehen. Okay. Ist jetzt nicht so spektakulär, weil dieses Schimmer da irgendwie nicht so geil aussieht. Was gibt's denn? Nee, das nicht den Ziel. Wir machen mal da was anderes raus, das ist ja auch blöd. Komm, wir machen hier. So, das klingt schon besser. Jetzt ziehen wir hier nochmal den Sound. Und dann machen wir Aufflammen von Magie, machen wir auch anders. Das ist ja echt unspektakulär, das Ding. Das ist auch unspektakulär. Das ist nicht so. Sieht so ein bisschen langweilig aus, ne? Oh. Da nehmen wir die Explosion wieder. Die ist irgendwie doch nett. Die können wir noch irgendwo anders hinsetzen. Und zwar setzen wir die einfach mal vielleicht dahin. Ah. So. Und dann können wir uns das Ganze nochmal angucken. Genau. Und dann ist sie halt so, ne? Und dann kann man auch, wenn man will, kann man natürlich da jetzt was dazu schreiben. Huch. Jetzt haben wir natürlich alles gemacht. Jetzt schreiben wir hier unten, sagen wir denn zum Beispiel einen Erzählertext. Und der sagt dann, keine Ahnung. Er könnte jetzt sagen, ich helfe dir oder so. Wir machen jetzt einmal. Ist ja total Schnuppe. So, den machen wir schön groß wieder. Bäm. Das kommt dann danach. Und dann das Ganze wieder schön ausblenden lassen, damit es irgendwie nett aussieht. Zack. So, das Ganze haben wir jetzt. Gehen wir zurück im Ereignis-Editor. Gehen runter zur Statue. Aktion. Neu. Szene abspielen. Riese. Zack. So, das war's schon. Aber erst kommt das und danach wird der Riese generiert. Gut. Das Ganze können wir jetzt nochmal wieder testen, wenn wir wollen. Machen wir auch nochmal. So. So. Boom. Jetzt würde er irgendwie sagen, hier, ihr kriegst einen Riesen. Und zack, geht weg. Und da taucht der Riese auf. Perfekt. Ja, wie gesagt, sowas könnt ihr halt damit bauen. Dieser Editor ist wirklich leicht und easy zu lernen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wenn es zu schnell war, tut es mir leid. Aber ihr könnt euch das Video langsam angucken. Ich rede immer sehr schnell, das gebe ich zu.
Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, dabei zuzugucken. Und ja, hoffe, dass ihr auch viele Maps machen wollt. Ich will euch mal was zeigen. Und zwar beenden wir mal die Dings nochmal. Das zeige ich nochmal ganz kurz. Und dann gehen wir mal zurück. War ich ja noch verlassen. Und dann können wir uns ja mal meine Karte angucken. Die ist hier drin. Karte. Das ist eine Kopie davon. Das ist aber das Original. Und ich habe die ein bisschen größer gemacht. Also wie man sieht, hier oben ist mein Logo als Burg. Ein bisschen kindisch. Ich weiß, ein bisschen verspielt. Aber egal. Das ist eine KI, die hier spielt. Und wir spielen sie und Walder hier drüben. Wie man sieht, ist alles ein bisschen ähnlich. Und ich habe viele kleine Gimmicks eingebaut. Also hier ist ein Kelch, da passiert was. Und wenn man hier hochgeht, dann kommt man zu diesem Grabstein, da passiert auch was. Und hier bei der Figur passiert auch was, was ich euch schon gerade eben gezeigt habe. Es passiert auch was, wenn man in einige Dörfer reingeht. Es passiert vielleicht auch was, wenn man über die Brücke geht. Oder genau auf der Brücke stehen bleibt sogar. Es passiert auch was, wenn man hier reingeht. Und das sind alles so kleine Sachen, die ich gemacht habe. Ich kann es ja mal zeigen. Pass mal auf, wir machen mal nix. So, nehmen wir Mercer mal mit und setzen sie mal hier hin. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier steht und wir würden die Karte starten. Mal machen. Das ist zum Beispiel das Intro, ne? Head to the Johnson, Prolog. Und dann geht's weiter. Halt eine Spielerei noch, ne? Das ist so meine erste Karte. Also ich weiß nicht genau, wie es da weitergeht. Ihr könnt euch die mal runterladen. Ich gebe euch den Code gleich mal durch. All die Strapazen finden hier ein Ende. Hier soll der Unaussprechliche leben. Ein Name so schrecklich, dass niemand ihn je gehört hat. Ein verfluchter Schurke, nur bekannt durch Gräueltaten. Haltet ein, sagt Sappel. Oh, was will sie? Ich bin Sappel, Hüterin des Vokokubulars und erste Hellseherin des Landes. What's up? Erklärt euer Handel oder spürt meine Klinge. Ich möchte euch warnen, viele haben versucht, den Unaussprechlichen zu finden. Aber sie fanden nur den Tod. Und wie ihr sehen könnt, könnt ihr bei den Figuren auch Emotionen einbauen und alles. Das ist ziemlich cool gemacht. Also, kehrt um, solange es möglich ist. So wahr ich der Schanzen bin, nichts hält mich zurück. Erst recht nicht solch Phrasen. Und nun geht, bevor ich euch den Kopf von den Schultern trenne. Aber ich... Geht! So, und dann haut sie ab. Auch Magie wird mich nicht hindern. Und dann geht's weiter. Und so fängt das Spiel an, ne? Zug 1. Mich dünkt, ich bin nicht der Einzige, der nach dem Schatz trachtet. So, jetzt kann ich halt hier hochgehen. Und dann passiert zum Beispiel auch was, wenn ich hier hochgehe. Ah, warte mal. Hochgehen. Zug. Du wagst es, mein Schloss zu betreten. Frevel! Lass mich dich dir vorstellen. Man nennt mich Tim. Du willst also dein Glück versuchen? Ja, sabbelt er halt ein bisschen. Und geh weg. Und jetzt kann man natürlich die Gegner angreifen, wenn man will. Oder, beziehungsweise jetzt noch andere Gegner dran. Aber genauso ist es mit den anderen Gegnern. Mir scheint, es trachtet jemand nach dem Schatz. Genau, ist immer ganz lustig, so ein paar Sachen reinzubauen. Jetzt kann ich hier rübergehen, warten. Die können sich jetzt angreifen. Aber haben natürlich nicht so viele Chancen gegen mich. Zack. Gut. Naja, ihr könnt euch die Map ja gerne mal reinziehen, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, dass, also wie ich gesehen habe, hat noch keiner hier runtergeladen. Aber bei der Masse an Maps, die hochgeladen werden, glaube ich, gehen Maps auch unter. Da muss man ein bisschen Werbung für machen. Gut. Wie gesagt, versucht diese Map mal zu schaffen. Ihr könnt sie mit einem Kollegen zusammen spielen. Online könnt ihr sie spielen. Ja, ist bestimmt ganz witzig. Also von daher, hoffe ich, es gefällt euch. Also man, ja. Wir gehen hier nochmal raus. Speichern verlassen. Und ja, das war's eigentlich für mich mit dem Editor. Wenn ihr wollt, mehr solche Videos sehen für Wargroove, also es gibt noch ein paar andere Sachen, die man da gut erklären könnte, sagt mir ruhig Bescheid, lasst mir einen Daumen nach oben da und schreibt in die Kommentare, was euch an diesem Video gefallen hat oder was auch nicht. Vielleicht war ich auch zu schnell, vielleicht muss ich das langsamer angehen. Würde mich freuen, etwas zu hören. Bis dahin, tschüss.